Das Erdbeben von San Francisco am 18. April 1906 oder die seltsamen Video. Das Erdbeben von San Francisco im Jahr 1906 war die größte geologische Katastrophe in den USA. 1906 hatte die Stadt etwa 400.000 Einwohner, die sich auf dem St. Andreasgraben verteilten. Mächtige Erdstöße am 18. April 1906 um 5.12 Uhr wurde die Stadt von einem mächtigen Erdstoß geweckt, der rasch abflaute. 20 Sekunden später brach dann die Hölle los, als der St. Andreasgraben auf einer Länge von 430 Kilometer aufbrach. Das Epizentrum lag in der Stadt. Das Beben hatte die Stärke 7,7 auf der Richterskala und dauerte rund 45 Sekunden. Der Boden verschob sich um 6 Meter. Gebäude brachen zusammen, Wasserrohre platzten, Menschen starben in den Häusern oder wurden auf der Straße von herabfallenden Trümmern erschlagen. Die enormen Verwüstungen traten in weniger als einer Minute ein, aber sie wurden um 3 Tage verlängert, weil in der Stadt Feuer ausbrach, gespeist von geborstenen Gasleitungen. Das Feuer vernichtete ein 12,1 Kilometer großes Gebiet, ehe man es löschen konnte. Nach dem Feuer musste der Schaden begutachtet werden. 28.188 Gebäude waren zerstört, und nur 3.168 davon waren Ziegelbauten. Das zeigt, wie anfällig Holzhäuser für Erdbeben waren. Der Schaden belief sich auf 400 Millionen Dollar und 225.000 Menschen, mehr als die Hälfte der Einwohner, waren obdachlos. Dennoch hatten sie Glück. Es ist zwar schwierig, die Zahl der Opfer genau zu bestimmen, aber durch das Beben und das nachfolgende Feuer starben wahrscheinlich rund 3.000 Menschen. Die seismische Zukunft. Heute liegt San Francisco immer noch auf dem Sankt, alle 200 Jahre wieder heftige Erdbeben verursacht. Es kann aber schon vor 2.106 starke Erdstöße geben, und da die Stadt jetzt bereits 750.000 Einwohner hat, wären die Folgen eines großen Bebens noch schlimmer als 1906.